Ja, hallo, willkommen in den Club der Beschwörer, da sind wir wieder und weiter geht's mit einer wunderschönen Runde League of Lalalacke. Ich bin wieder mit Leona. Okay, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das Geile ist, ich habe zum ersten Mal nicht die Morgana gebannt, ich habe zum ersten Mal Lux gebannt. So, weil ich dachte so, Morgana irgendwie interessiert keine Sau mehr so. Was passiert? Wer wird gepickt? Morgana. Schön. Schön, dass er gerade im Schreiben war. Sehr schön. Amumu schreibt jetzt lieber gar nichts mehr. Ah, schön. Haben die hier gewartet? Ne, dass die Kleinen nochmal kommen. So, die Mitteln Luschen. Der hat mal mit reingeluscht. Der hat jetzt erste Mal einen Kill. Ich hab's doch gesehen. Ich bin doch nicht blind, Mensch. Ich bin zwar blöd, aber nicht blind. Ja, die weicht gut aus. Nicht schlecht, Herr Specht. Ist das jetzt eigentlich No-Skin? Also ist es so ein Rework? Oder ist es, ist die Morgana jetzt, ist das ein Skin von Morgana? Ich hab die, ey, ohne Scheiße, ich hab die ja immer gebannt. Ich hab die gefühlt 5 Jahre nicht mehr gesehen, ne? Und ich möchte mal echt interessieren, ob das bei der jetzt no, also kein Skin ist. Das sieht gerade echt nicht gut aus, ne? Wir haben halt einen großen Vorteil, den wir definitiv... Okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben einen ganz, ganz großen Vorteil, den wir definitiv ausnutzen müssen. Und das ist, der Vorteil, dass wir natürlich 2 Late-Gamer haben, ne? Obwohl die Wayne zum Beispiel auch ganz gut im Late-Game skaliert. Guter Tank. Kaputtmacher, Destroyer. Fuck, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Als ob! Nee, oh, Alter. Was konnten denn die Wayne jetzt, was haben die Wayne jetzt gemacht? Jetzt fängt das schon wieder an. Das stimmt auch wirklich, das habe ich gesehen.
Gut, aber Momo mit 1-3 sollte jetzt auch nicht das Maul so weit aufreißen. Also bis jetzt hatte der jetzt auch noch keine Glanzleistung hier gezeigt. Scheiße, die Jinx hat 2 Kills. Wo hatten die? Hä? Wo hatten die 2 Kills her? Warte mal, ich glaube, der. Ich bin einmal an Morgana, glaube ich, gestorben, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Aber wo hatten die 2 Kills her? Oh fuck, übelst verkackt jetzt leider. Nee, geh, bleib mal hier, bleib mal. Danke. Das ist scheiße. Gerade wie es läuft, das ist echt nicht gut, ne? Der lacht auch noch die blöde Kuh, wer ist da? Aber ganz ehrlich, wer Shinx würde ich genauso lang. Ja. Es läuft wirklich auf keiner Lane, auf gar keiner. Es läuft gerade überall so beschissen. Der Hammer. Scheiß Schild von Morgana ist auch echt heavy, muss ich dazu sagen. Sehr schön. Oh, dann kann ich hier gleich mal. Ich finde es aber auch immer sehr dolle, dass alle immer auf der Botlane sind. Finde ich schön. Ist ja schön warm hier, ne? Wir haben ja extra den Platz warm gehalten. So gemütlich hier auf der Botlane. Wie gesagt, unser großer Vorteil ist, dass wir wirklich 2 Hardcore-Late-Gamer haben, aber dafür müssen wir halt ins Late-Game kommen, ne? Das ist halt das große Problem. Wir müssen halt gucken, dass wir wirklich ins Late-Game kommen. Sonst bringt uns das Late-Game überhaupt nichts. Das Hardcore-Late-Game, ne? Oh. Oh. Da hat die wohl was Großes ausgepackt, ne? Das ist natürlich, wir können halt nicht mehr wirklich so viel hier machen. Die haben 2 Towerplatten, haben so schon. Keine Schnitte, ne? Alter, was ist gerade auf allen Lanes los?
Alter. Das Krasse ist ja auch, die Rain und die Morgana spielen beide mit, was ich übelst geil, übelst gut finde, spielen halt auch beide mit Pingis, ne? Also die machen die, also die machen echt gute Arbeit, muss man ja echt sagen. Ist halt so, ne? Kann man nie meckern. Ah, schön, dass es von Amumu kommt, anstatt von Wayne oder so. Weißt du? Ist okay, weißt du? Ist okay, wenn ich die Kills nehme. Wayne gar nicht erst fragen. Das war jetzt extra, dass wenigstens die Wayne rauskommt. Dass sie nie von Schneeball getroffen wird. Nicht, dass ihr jetzt denkt, hier irgendwie, ich war Queen auf K. Ich versuche mal ganz schnell mit auf die Midlane zu moven. Dachte eigentlich ja auch, wenn ich auf die Midlane move, dass Kriegsverweigerer mit hier dabei ist. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Jawohl, sehr schön, sehr gut gespielt, meine Freunde der Sonne. Mal gucken, dass wir wenigstens die Mitte schnell holen. Nee, Mutti, Mutti, Mutti. Oh, 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 oh. Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf den Schuss von Jinx. So. Ja, mal so einen ultra krassen Goldvorteil. Man muss ja noch den Goldvorteil dazu rechnen für die Towerplatten, ne? Und auf der Botlane haben sie alle bekommen. Hier, ja gut, glaube außer ein. Das ist ja halt, ne? Der Goldvorteil ist ja auch nochmal enorm. Aber wie schon gesagt, wir haben immer noch das große Vorteil, dass wir halt enorm heftige Late-Gamer haben, muss man dazu sagen. Scheiße. Ja, das war doof. Damit kann doch keiner rechnen, dass alle auf der Top-Lane sind. Ohne Scheiß, wer soll damit rechnen? Boah, scheiße, unser Dings kommt halt null zum... Unser Dings kommt halt null die Q zu... Level, ne? Das sieht nie gut aus. Das sieht echt nie gut aus hier. Die reißen uns hier gerade echt die Bude ein.
Dim, dim, dim. Ja, Nasus braucht definitiv den Farm. Aber Kriegsverweigerer halt auch Farm braucht, ne? Aber Nasus, da ist es jetzt gerade ein bisschen wichtiger. Den brauchen wir so ein bisschen als starke Front. Das ist natürlich auch eine heftige Kombination, ne? Muss man ja echt sagen, das ist auch heftig. Von Nunu und nebenbei noch von Morgana. Der Stun noch zusätzlich, das ist nicht schlecht. Eine gute Kombo, die man definitiv dativ, akkusativ ausnutzen sollte. Obwohl ich sagen muss, wir haben ja mit Kriegsverweigerer und alles drum und dran haben wir ja auch eine gute Kombo. Oh fuck, 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 das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Hat Dings noch Heal ab? Das würde ich jetzt mal... Die sehe ich jetzt gerade nicht, ne? Ah, wir hätten aufhören sollen. Das war scheiße. Wir hätten echt aufhören sollen. Wir haben 2 Kills gemacht. Da hätten wir eigentlich... das war der Moment, da hätten wir schon weggehen sollen. Das war jetzt doof von uns. Doof gespielt. Na ja, gut, so ist es halt manchmal. Ich dachte gerade, der hätte das Auge zerstört. Boah, die kriegen halt jeden Drache, ne? So eklig. Und ich muss bei mir schon, wir müssen schon hinten bei uns warten, weil wir gerade einfach nicht, ja, aus unserem Jungle rauskommen. Und wenn wir rauskommen, sind wir tot. Mal bedauert. Die moven halt auch so gut, ne? Muss man echt sagen, ne? Was ist mit Amumu gerade los? Ist Amumu gerade AFK? Scheiße. Ja, wir sind alle ganz schön lahme Typen, ne? Muss man ja dazu sagen. Ich hasse das Black Shield, ey. Das kann halt so gut meine... Ich habe jetzt meine E nie getroffen, aber es hätte meine E. Auskollern können, na gut. Unser Ziel sollte es echt sein, irgendwie die Midlane jetzt erstmal zu halten. Und über die Midlane Kills zu farmen, weil die versuchen jetzt, mit allen Mitteln natürlich, den Inhab zu zerstören, dass wir natürlich Druck haben. Ist ja auch richtig, wie wir das machen wollen. Ja, war mir schon klar, dass sie bei uns hier überall alles abgewortet haben. Okay. Gavin wird moven, Gavin wird moven. Wohl wenn er das... Oh, das wäre heftig, aber es könnten die versuchen, was ich aber nicht glaube. Was ich nicht glaube. Dafür bräuchten die Jinx.
Boah, gut gespielt, ne? Muss man ja sagen. Wäre halt schön, wenn unser Kriegsverweigerer mal den Cage trifft. Nein, das war scheiße. Oh, fuck. Viel too late. So, ich bin mal weg, ne? Man sieht sich. Oder ich bin nicht weg. Scheiße. Ah, fick dich, Mann. Okay. Nee, warte mal. Wollte ich ja gar nicht. Das Amulett holen wir uns. Zwei Mana-Kristalle holen wir uns. Amulett haben wir schon mal auf der 2. Das ist gut. Ich konnte mir jetzt erst das Amulett holen. Das ist nicht so gut. Ja, wieso was hatten? Ach so, weil der gepinkt hat wegen der Ulti. Das Problem ist, wenn es weiter so geht, ist für Nasus das Late Game erst in 20, 30 Minuten. Also wenn er weiter halt null zum Farm kommt. Ne? Und das bedeutet für uns, wie sieht's? Ja, Kills her, 3. Wenn die den Höllendrachen jetzt auch noch bekommen, ne, dann dürfen wir den echt nicht geben. Kannst du mal hier längs laufen, lieber? Komm, bitte. Oh nein. Wo war eigentlich unser Kriegsverweigerer? Der war hinter uns und ist dann irgendwie wieder abgehauen. Warum? Ey, wir hatten jetzt... Die Wayne macht jetzt schon richtig gut Damage, ne? Wir haben eigentlich... Wir haben jetzt eigentlich schon langsam, ne? Langsam ganz gutes Late Game. Das Problem ist halt einfach nur, es müssen alle mitmachen, ne? Der Kriegsverweigerer, der war gerade hier. Wir haben hier gefightet. Ne, hier. Und dann ist er hier stehen geblieben. Und der ist halt erst eine halbe Stunde später gemoved. Der hätte eigentlich von Anfang an mit moven müssen. Oh, Wayne kommt richtig gut gerade wieder. Also Wayne macht gerade sehr gut Damage. Ich glaube, die haben abgebrochen. Komm. Damage. Kriegsverweigerer, Damage. Hol Damage raus. Oh, was ist denn das für Damage? Und was ist mit Nasus? Der Nasus farmt. Er farmt im Teamfight. Also ein Millimeter neben den ist er Teamfight. Und was macht er? Er farmt. Das interessiert, den interessiert aber echt gar nichts. Ne? Der ist wirklich so... Er farmt den Teamfight, er guckt gefühlt zu, wie der Baron gemacht wird und nicht mal versuchen, weißt du, er hätte ja wenigstens versuchen können mit der W oder sowas, aber nö, noch nicht mal Versuch wagen.
Irgendwie so, ich glaube, der hat jetzt alle gerade gemutet. Das ist scheiße. Na so, es ist echt kacke gerade. Er kann uns halt, er kann so gut mit der Ulti noch die Wayne. Wir müssen, sobald wir müssen die Wayne und Kriegsverweigerer müssen wir protecten. Wenn das hinbekommt, easy. So, schnell weiter Damage rausholen. Jawoll! Hier! Geht doch! Meine Herren! Also wir sind von Teamfights alt her besser, ne? Wir haben viel CC. Haben eigentlich auch richtig gute Late-Gamer. Sieht man ja langsam bei einem Kriegsverweigerer, weil Nasus. Jetzt mal ohne Spaß, hat Nasus bis jetzt einmal mitgefightet? So effektiv? Nee, ne? Ich glaube, das hat er bis jetzt noch nicht so wirklich geschafft. Na gut, die Alte ist weg. Aber die haben jetzt keinen Damage-Dealer mehr in der Mitte, ne? An sich müssten wir einfach jetzt reingehen. Ja, doch, die moven. Der Nasus ist wirklich komplett raus, ne? Der ist wirklich komplett raus. Komm halt nicht ran. Scheiße, haut ab. Oh nein! Also, unsere Wayne macht wirklich unnormal viel Damage. Das Problem. Ja, gut, wir haben uns jetzt ein bisschen. Wir haben uns jetzt ein bisschen striezen lassen von Garen. Ist aber halt wirklich so, ne? Er war halt Nasus. Oh fuck, das wird, glaube. Ich glaube, das ist GG. Na, wohl doch noch nicht. Obwohl. Oh nein! Der ist halt wirklich schon aus dem Spiel rausgegangen! Amumu! Amumu ist halt wirklich schon aus dem Spiel rausgegangen! Willst du mich verarschen? Ja, GG. Ja, das ist, oh nein, Amumu. Ja, hilf, wow. Wie dumm kann man eigentlich. Amumu, ohne Scheiß, wie dumm kann man eigentlich sein? Boah, das Krasse ist so: von Bild her ist jetzt Nasus und von Farm her mitgeben jetzt gerade erst mal. Und wir haben die 31. Minute. Könnte, ja. Wenn wir das Spiel jetzt noch so nochmal 30 Minuten strecken, dann kommen wir langsam wirklich ins Hardcore-Late-Game, ne?
Wir müssen jetzt das Spiel nur noch 30 Minuten strecken ungefähr. Dann kriegen wir es hin. Gut, man muss aber sagen, der hatte mit Gavin natürlich auch einen. Ja, scheiße. Ja, das ist wieder ein GG. Aber hat trotzdem ja ein bisschen Spaß gemacht. Doof war es natürlich so ein bisschen mit Nasus leider. Der wurde komplett aus dem Spiel rausgenommen. Das ist echt scheiße, wenn man natürlich einen Late-Gamer hat, der aus dem Spiel rausgenommen wird. Da kannst du nichts machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.